Hi, ich bin der Hugo. Hugo Hartoll. Ja, ich komme nicht aus Berlin, sondern ich komme aus einem Horrorspiel. Ich bin da draus geflüchtet und zwar aus einer deutschen Version eines Horrorspiels. Ich darf den Titel hier nicht nennen. Das könnte mir eine Kugel einbringen. Um mich herum stehen USK, FSK, Schützen, Jägerschützen und auch von der Regierung und auch von allen möglichen Institutionen, die es nur auf Wesen wie mich in Spielen und Filmen abgesehen haben. Ich wurde programmiert in ein Spiel rein, was brutal ist. Die Thematik war, ist nun mal brutal. Da drin wird halt Werwölfe gejagt und wir jagen denn die Guten und die Guten jagen uns. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich zu den Schlechten gehöre, nur weil ich, ja, sagen wir mal so, etwas behaart, aber sonst eigentlich nicht weiter auf der Straße auffallen würde. Und dann kommt so ein Spiel auf den deutschen Markt und dann sagen Leute, die meistens nicht viel Ahnung haben, pass mal auf, meine lieben Verantwortlichen, den Dreck hier, den veröffentlicht ihr nicht in Deutschland, weil wenn eure Kinder, Jugendlichen und Omis und Opis dieses Spiel sehen, um Gottes Willen, dann laufen die gleich Amok. Ja, dann packen die Kinder nicht ihr Schulbrot ein, sondern nehmen Messer mit und Gabel, Baseballschläger oder den Sessel von Opa und dann wird erstmal die Kindergärtnerin erschlagen oder die Lehrerin werden erschlagen oder werden mit Reißzwecken auf dem Stuhl lauter Reißzwecken getötet. Na, das kann alles gut sein. Und warum? Tja, nicht weil sie zu Hause vielleicht geschlagen werden oder missbraucht werden oder weil sie eine insgesamt scheiß Lebenssituation haben oder schlecht erzogen wurden oder selbst gehauen werden. Nein, weil sie eben mich zum Beispiel in einem Horrorfilm gesehen haben oder in einem Spiel. Und deswegen muss das alles rausgeschnitten werden. Tja, und aus meinem Spiel, dessen Titel ich hier nicht nennen darf, weil ich sonst gleich hier mit einer silbernen Kugel erschossen werde, besteht jetzt eigentlich nur noch aus Schwarz. Deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch Schwarz wie die Nacht, weil man nichts anderes mehr sieht. Man sieht manchmal leicht verschwommene, helle Bilder, aber das meiste ist alles schwarz. Ja, warum? Ja, weil dort in diesem Spiel viel getötet wird, gejagt wird. Wesen wie ich tauchen da auf, Waffen tauchen auf. Kinder haben ja noch nie, wenn sie 12 sind, Waffen gesehen. Hätten wir jetzt also eine Welt, in denen es keine Videospiele geben würde und keine brutalen Filme und keine brutalen Videospiele, sondern nur Pokémon, Zelda, Mario, solche Spiele, dann hätten wir überhaupt keine Jugendkriminalität. Wir hätten keine Morde, keine Verbrechen, keine Vergewaltigung, gar nichts. Das ganze System wäre anders. Ja, warum ist denn damals, vor Hunderten von Jahren oder vor 100 Jahren oder vor Tausenden und Millionen Jahren, warum sich die Leute da auch alle gegenseitig umgebracht haben und es Mord gab und Totschlag, obwohl es gar keine Videospiele gab und keine Filme, die brutal waren? Das kann jetzt keiner erklären. Oder will mir jetzt irgendjemand von den Politikern oder Wissenschaftlern oder Psychologen erklären, dass die vor 500 Jahren schon irgendwie hier Doom 1 gespielt haben oder was? So ein Scheiß. Also muss geschnitten werden. Also dann kommt dieses Spiel auf den Markt, ist handlungstechnisch, grafisch, ja, das ganze Spiel ist verstümmelt. Das heißt, es ist brutaler zugerichtet, als wir nur jeden Gegner im Spiel selbst zugerichtet hätten, wenn wir hätten dürfen. Das heißt, die Gewalt, die auf dieses Spiel ausgeübt wird und auf die Leute, die das gerne spielen möchten, ungeschnitten, ist viel, viel größer als die Gewalt, die wir in diesem Spiel als Spielfiguren, als erfundene Fantasiespielfiguren gegeneinander ausleben. Ja, dann kommt das Spiel auf den Markt, keiner kauft es, alle kaufen sich das woanders, dort, wo die Spiele in den Ländern, wo die Spiele umgeschnitten erscheinen und nichts hat es gebracht. Außer, dass Leute, die schon über 18 sind oder 18 sind, entmündigt werden. Das nennt man Zensur.
Zensur, die wir aus China oder sonst woher kennen, ja, auch in Deutschland gibt es Zensur, Bevormundung. Es ist ein Verbrechen schon fast, verbotene Spiele zu besitzen, zu verkaufen oder einzuführen in Deutschland. Da kriegt man schon fast mehr Ärger, als wenn man irgendjemanden missbraucht. Ja, das ist alles ganz, ganz, ganz grausam. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich werde in mein verstümmeltes, zensiertes Spiel nicht mehr zurückkehren. Ich werde jetzt lieber mich hier gleich von den Jägern totschießen lassen, als statt ich nochmal in diese zensierte Scheiße reinhüpfen werde. Wenn ich könnte und man mich nicht immer zensieren würde und rausschneiden würde, dann würde ich mit meiner ganzen Rasse, wir sind über Hunderttausende, ich würde den Bundestag stürmen und was weiß ich alles und den dort mal richtig kräftig in den Arsch speisen. Damit die einfach mal infiziert werden mit dem Virus und dann mal die Perspektive, das alles so sehen, wie wir das sehen. Damit sie vielleicht mal ein bisschen toleranter werden. Also Leute, Zensur ist scheiße. Bevormundung ist scheiße. Jugendschutz ja, aber kein Erwachsenenschutz. Deswegen kann ich alle nur aufrufen, boykottiert die zensierte Grütze und Scheiße in den Kaufhäusern. So sehe ich das. So, und nun könnt ihr mich abknallen, ihr blöden Penner, denn in mein Spiel kehre ich nicht mehr wieder zurück. Und was ihr hier macht, Zensur und alles, das ist auch eine Form von Gewalt. Ja, Zensur, das kennen wir doch alles schon, von früher.